Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von F1 Manager. Ja, lang ist es her. Das heißt, lang ist es her. Es ist ein Monat her. Ja, ich bin in meine neue Wohnung oder mein neues Haus umgezogen. Und habe jetzt seit gut einer Woche Internet. Und ja, da ich bei FIFA schon Rennen war, wollte ich erstmal die Videos hochladen, bevor ich jetzt mit den Aufnahmen weitermache. Gab auch kleine Probleme im Internet, aber hat sich ja Gott sei Dank alles jetzt geklärt und jetzt geht's erstmal weiter. Für alle, die sich wundern, dass es jetzt ein bisschen anders aussieht, also ein bisschen breiter gezogen ist. Vorher habe ich auf einem 27 Zoll Bildschirm aufgenommen, jetzt ist es auf einem 35 Zoll Bildschirm, deswegen alles ein bisschen größer. Und noch ein bisschen verzerrter vielleicht, also grafisch vielleicht ein bisschen besser. Mal gucken. Allgemein wieso, mal gucken, wie lange wir das Projekt hier noch machen. Vielleicht starte ich noch eine kleine Zwischendings mit Aston Martin noch währenddessen, dass also zwei Saisons gleichzeitig laufen, bis halt F1 Manager 23 kommt. Ich habe zwar in der allerersten Folge, glaube ich, gesagt, dass ich nicht vielleicht jedes Jahr eins holen werde. Werde ich vielleicht auch nicht jedes Jahr, aber ich glaube, das 23er Spiel werde ich mir noch holen. Und dann gucken, wie das Ganze wird. So, wir sind, glaube ich, kurz vor der Saisoneröffnung. Ist wieder, ja, mal gucken, was muss ich mich reinfinden. So, Projekte, Aufhängung, Unterboden, Frontflügel. Also Unterboden wird auch sogar fertig schon. Vor dem ersten Rennen. Das würde ich sogar als Schnellprojekt. Ich weiß, soll man nicht so oft, aber ich würde das sogar als Schnellprojekt machen, damit wir das ziemlich zügig fertig haben. Okay, mal die Saisonvortest und dann ist ein Design fertig. Die Aufhängung. So, wir haben wie viele Tage bis zum Rennen? Es sind nur 6 Tage. Dann würde ich mal eine Aufhängung bauen. So, anfertigen. Aufhängung. 5 Tage dauert eine. Okay. Auf schnell dauert es nur 3 Tage. Und ist nur minimal teurer. Dann hätten wir zumindest für jeden eine neue Aufhängung. Und bauen. So, entwerfen weiß ich gar nicht, ob wir noch irgendwas entwerfen wollen. Da sind wir schon auf 2. Da sind wir auf Seitenkasten haben wir noch gar keinen. Deswegen werden wir einen Seitenkasten erstmal machen. Keine Punkte. Wir hätten Punkte. Dann würde ich eher warten, bis wir den Heckflügel fertig haben und machen hier erstmal einen ohne Punkte. Was ja gar nicht so schlecht ist. 2 Leute kümmern sich drum auf intensiv. Dauert 50 Tage und dann sind die Seitenkästen fertig. Können ja entsprechend mal gucken, dass wir vielleicht mehr Leute reinhauen, sobald die nächste Entwicklung fertig ist. Fertigung abgeschlossen. Unterboden ist jetzt fertig. Den machen wir, wie gesagt, auf Schnellmodus. Den würde ich gerne, wie gesagt, schon im Auto drin haben fürs nächste Rennen. Auf Notfall. Ich weiß, es kostet was. Wir sehen das verbliebene Kostenlimit, aber die 3 Millionen nehmen wir an, weil ich glaube, viele Unterboden können wir so nicht bauen. Und von daher ändern wir das. Das dauert jetzt nicht mehr länger. Und dann würde ich sogar vielleicht einen Auftrag machen für den Chassis. Gesamtmenge voll viel. Ich glaube, wir werden immer Chassis machen. Und Chassis können wir halt richtig groß machen. Obwohl, ich guck mal kurz im Unterboden, ob wir da nochmal Plus machen. Oha, wir würden auf jeden Fall richtig Plus machen durch diesen Abdruck. Deswegen haue ich erstmal alle Punkte wieder in den Unterboden rein. Und alle Stunden. Also der Unterboden, der hat richtig gelitten durch die Änderung. Und das ist ja eine 20%. Boah. Also das ist mal eine richtige Erhöhung, die wir bekommen. Nicht genügend Geld. Wir haben 2 Millionen. Können uns so gesehen nur, dass die hier normale, schnelle Herangehensweise machen. Dann nehme ich lieber die normale. Obwohl die schnelle dauert schon extrem viel länger. Dann nehmen wir die schnelle. Obwohl, wir nehmen die normale. Ist kostengünstiger und werde ein bisschen was wieder ändern. Und zwar werde ich hier beim Seitenkasten wieder die Leute rausnehmen.
und werde die in den Unterboden reinsetzen, weil der Unterboden ist halt deutlich wichtiger. Und dann sind so 75 Tage. Zack, so schnell kann es gehen. So, dann bauen wir ein. Zumindest das erste Unterboden auf jeden Fall. Heckflügel. War jetzt schon, ich glaube, es waren schon die Saisonsvortests, ne? Da haben wir noch nichts. Frontflügel haben wir auch schon. Okay, das könnte auf einmal einen richtigen Sprung nach oben geben wieder. Weil die Saisonvortests wurden ja noch mit dem alten Auto gemacht. Und das haben wir halt Riesen-Updates. Ein riesen komplett neues Auto halt für das erste Rennen. So, Unterboden. Testbericht. Ja, wir sind hier, ja, wir bis auf Motorkühlung und Bremsenkühlung halt extrem weit hinten. Ansonsten sind wir überall auf Platz 1 oder Platz 3. Ich würde sagen, auf der Platzierung sind dann eher die Red Bull. Das können wir aber kontrollieren. Analyse mit Red Bull bitte. Bitte mit Platzierungen. Okay, wir sind überall erster. Klar, durch das neue Update sind wir klar nochmal überall stärker geworden. Das heißt, ja, das, ich schätze mal, dass es wird auch die letzte Saison hier sein, weil sonst werden wir vielleicht etwas überschnell. Und das wollen wir eigentlich auch nicht haben, ne? Dass wir halt zu übertrieben werden. Partizipation Platz 4, nehmen wir auf jeden Fall an. Zielplatzierung im Rennen. Noch nehmen wir. So, dann wollte ich noch die Aufhängung für Schumacher einbauen. Und dann geht es, glaube ich, schon los zum ersten Rennen nach Bahrain. Ich muss genau gucken, wann ich wo halt den Testfahrer fahren lasse. Im Crawford, glaube ich, ist der. Damit ich genau weiß, ja, wie es aussieht. Willkommen auf dem Das wird wahrscheinlich wieso Spanien sein und dann, keine Ahnung, irgendeine Strecke danach. So, Autoteile, ja, brauchen wir nichts zu ändern. Müssen halt nur im Setup was anpassen. Traktion auf jeden Fall nach. Ne, das ist da. Traktion war hier. Dann machen wir das noch hier. Okay, das probieren wir mal. Oh, hier sind wir schon sehr stark in der Mitte. Da wollte ich gehen. So rum wollte ich es. Okay, probieren wir das Setup. Und dann geht's schon zum ersten Training. Red Bull ist immer noch sehr, sehr nah dran. Es könnte auch dieses Jahr vielleicht eine etwas spannendere Saison werden, zumindest mit Schumacher und Albon. Ich hoffe, dass Schumacher jetzt wie im letzten Mal am Ende nicht mehr zu viele Fehler macht. Weil das war. Fand ich jetzt nicht so gut. So, und hier Setup natürlich auch. Natürlich brauchst du mehr Flügel. Ah, das war optimal. Dann brauche ich dich nach hier. Wow. Ja, die Änderung bisher. Ja, okay. Die nehmen wir mal so an. Ist ja nur T2 erstmal. Und man baut ja immer auf den Setups auf. Also schlechter geht's nie. Außer vom Qualifying. Wie erwartet. Ja, viele Änderungen gab's ja nicht. Ne? Wir haben jetzt Doom halt bei Haas und ja, Piastri hat mit Stroll gewechselt. Vesti hat. Ja, auf jeden Fall. Es gab nicht. Ich glaube, einen neuen Fahrer gibt's nur. Mit Duen. Das Rennwochenende.
So, jetzt wird's langsam ernst. Jetzt müssen wir das Setup hinkriegen. Ja, okay. Die Bremsen stabil. Kriegen wir so einigermaßen hin. Sollte okay sein. Okay, Traktion ist komplett schlecht. Das könnte ein richtig gutes Setup werden für Elven. Und, oh, Leclerc erster. Ja, in Bahrain habe ich gemerkt, da sind die Red Bull schon richtig stark und die Setups sind auch richtig gut, die wir bekommen haben. Gibt es irgendwas Schlechtes? Nö, also da erinnern wir gar nichts dran. Und da auch nicht. Das ist ja fast ein Traum-Setup. Aber da, und dann würde ich sagen, gehen wir schon zum Q1. Ready to check? Weil ich sogar persönlich wirklich versuchen würde, mit dem Mediums mal zu testen. Das Q1. Stimmt, Schuh fährt jetzt bei Mercedes und hat weiterhin seinen Helm. Ist das ein Update? Russell? Jo. Es gab ja vor kurzem ein Update. Das heißt, die Fahrer haben jetzt behalten weiterhin ihren Helm. Das heißt, Schumacher hat eigentlich seinen gelben Helm wieder, ne? Dann würde ich sagen, unsere Fahrer fahren mal raus, ne? Ja, er hat den gelben Helm. Und Elben hat ja. Okay, Elben hat die ganze Zeit schon seinen normalen Helm, aber Schumacher hat wirklich seinen gelben Helm. Das gefällt mir eigentlich sogar. Naja. Haarshelm. Das ist irgendwie komisch, dass da Haarsch drauf steht. Also, dass kleine Änderung drin wäre, wäre halt schon sehr gut. Ah, der Doom kommt auch aus der Box. Und da will ein Alpha Tauri rausfahren. Oh, der Alpha Tauri steht. Oh, eher Elben im Weg vielleicht. Ja, minimal. Oh, und trotzdem war Elben schneller. Wow. Ja, Elben kriegt ein bisschen Windschatten. Wir haben auch die Medium-Reifen. Das muss man auch jetzt einschätzen. Ne? Also. Wenn wir es schaffen, weiterzukommen, haben wir uns einen richtigen Vorteil schon erarbeitet. Und dann sieht man auch eigentlich schon unsere Stärke, die wir dann haben. Okay, Schumacher etwas langsamer als Show. Das kann man schon mal jetzt gut einschätzen, wo wir dann ungefähr sind. Was hat eigentlich Piastri für einen Helm? Er hat den normalen, genau, weil Piastri ist nämlich kein Hauptfahrer. Vom Start aus gesehen. Oh Gott, die Haas haben die gleichen Helmdesign. Ah, Latifi hat einen, der Latifi hat einen normalen Helm. Wer ist der? Die Grünen. Okay, also die Fahrer, die nachlaufen, haben hier. Was hat denn Dunn eigentlich für eine Nummer? 53. Okay, wir müssen jetzt mal vorspulen. Ich werde mal die Softreifen sicherheitshalber mal aufziehen. Falls sie merken, dass es doch enger wird als gedacht. Weil das könnte es werden bei Schumacher. Die Red Bulls fehlen noch. Schumacher ist auf Platz 11. Ist mir zu riskant. Elben kann drin bleiben. Da sehe ich keine Probleme mit. Aber Schumacher ist mir doch ein Tick zu eng.
Ich glaube auch, dass Alpha Tauri richtig Probleme haben wird. So ein grüner Helm. Also ein bisschen Helmabpassung wäre gut, aber nicht zu extrem. Wir rutschen langsam auf Tsunoda auf. Was soll das denn? Jetzt sehen wir mal, das ist ein guter Ding. Jetzt sehen wir mal den Unterschied zwischen den Soft- und den Medium-Reifen zwischen unseren Autos. Ja, ich schätze mal, dass. Lee hängen wir an dem dran. Dass Schumacher jetzt im Nachhinein auch weitergekommen wäre. Aber Fetcher von Platz 1. Wäre wahrscheinlich weitergekommen. Aber gut zu wissen. Jetzt geht's an den Q2. Wo wir bei Schumacher die angefahrenen Reifen verwenden und hier Albon zum ersten Mal die Softreifen. Da würde ich sagen, geht's in Q2. Moment, das ist Albon knapp. Albon ist knapp vor Dings. Eieiei. Müssen wir hoffen, dass wir eine freie Runde haben. Haben wir nicht gerade, aber Schumacher klebt ja hinten dran, ey. Und das, obwohl ich bei Schumacher zuerst draufgeklebt habe. Die Frage, wie stark der Mercedes uns im Weg stehen wird. Und wo vor allem? Der hängt uns genau richtig im schlechtesten Moment. Vor dem Auto. Ja, beide kommen vorbei. Ah, okay, hat nicht so viel Zeit verloren. Da hat Schumacher mehr Zeit verloren und kann das durch den Windschatten wieder aufholen. Na, vielleicht müssen wir gar nicht rausfahren. Das wäre schon mal extrem gut. Da haben wir schon mal einen Reifensatz gespart fürs Rennen. 32,6. Oh. Müssen wir jetzt abwarten, was die andere Konkurrenz fährt. Dass die Red Bull vom Mund Schumacher Zeit schlagen könnten, ist schon. Ja, könnte passieren. Aber zumindest mal Verstappen hat es geschafft. Aber da sehe ich eigentlich keinen Grund, aktuell rauszufahren. Die Reifensätze können wir uns sparen. Was man sehen kann, ist auf jeden Fall, dass mit Ferrari immer noch weit hinten ist. Fast schon schlechter als letzte Saison. Na, ja, McLaren mit Schuh natürlich nicht so gut aufgestellt. Im Vergleich zum Ricardo im letzten Jahr. Aber das hält uns nicht davon ab, weiterzukommen. Und Leclerc schafft es noch. Okay, das war eine ganz gute Zeit. So, und jetzt heißt es ab die Post. Wir werden den ersten Versuch wieder mit angefahrenen Reifen fahren. So haben wir sehr viele Reifen frei fürs Rennen. Also wenn man das machen kann, dann ist man schon ziemlich stark. Mal hoffen, dass wir eine freie Bahn haben. Sollte eigentlich. Ja, Norris denkt sich einfach mal, er fährt noch raus. Das heißt die Mission Titelverteidigung und das sollte eigentlich hoffentlich gut funktionieren mit Albon. Oder mit Schumacher, einen von beiden. Also das Hauptziel ist es ja für mich persönlich erstmal natürlich die Konstrukteurstitel zu verteidigen. Wer von den beiden Fahrern Meister wird, dann ist ja eigentlich ja, im Großen und Ganzen egal. Albon könnte aber jetzt durch Norris etwas aufgehalten werden. Nee, der hat schön Platz gemacht. Schumacher. Boah, einigermaßen noch Glück gehabt. Ja, einen zweiten Versuch wird es auf jeden Fall geben. Auf jeden Fall. Also das war jetzt nicht so überragend.
Schumacher nur auf Platz 9 aktuell. Man muss auch sagen, die Reifen sind auch ordentlich hinüber bei dem gewesen jetzt. Aktuell führt sogar Verstappen. Das können wir doch nicht zulassen, dass wir im entscheidenden Qualifying ganz hinten starten müssen. Okay, beide verbessern nicht ihren ersten Sektor. Also verbessern schon, aber keine persönliche Bestzeit, absolute Bestzeit. Machen wir doch schon klein ein bisschen Sorgen. Ich glaube, wir haben minimal Windschatten von dem McLaren. Okay, Platz 2 sieht schon mal sehr gut aus wie Albon, aber ich möchte natürlich die Pole Position haben. Die Frage, wie weit Schumacher sich auch verbessern kann. Albon auf Platz 1, Schumacher auf Platz 3. Ganz knapp von Verstappen geschlagen. Ah, Schumacher hat im Q1 die Zeit gefahren, dann wäre auf jeden Fall weitergegangen. Das ist ja mit Medi- nee, ist, nee, mit normalen Reifen ist er gefahren, schon. Na trotzdem, wir konnten uns gut Reifen sparen. Zeit für letzte Handgriffe in der Startaufstellung, bevor das Rennen beginnt. Ist ja schön sonnig. So, wir gucken mal auf die Strategie. Was können wir da machen? Ist auf jeden Fall ein Zweistopprennen. Und da wir frische Reifen haben, würde ich eher auf diese gehen hier. Soft, Medium, Soft. Man wird am Ende zwar langsamer, aber die finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wir müssen halt nur gucken, dass unsere Fahrer ein bisschen ja, mit ihren Reifen haushalten. Wenn wir zu weit vorne sind, können wir die Reifen sparen. Ja, für den Start müssen wir auf jeden Fall wieder Gas geben. Und dann geht's auf ins erste Saisonrennen.